Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, heute lade ich Sie ein zu einem Kreuzweg, einem ganz besonderen Kreuzweg in Lourdes, einer der größten Wallfahrtsstätten der Erde überhaupt. Dieser Kreuzweg, den wir zusammen betrachten werden, steht entlang dem Fluss, dem Gave. Dieser Kreuzweg wurde extra hier aufgerichtet, um auch Kranken, Personen mit Behinderung, die Möglichkeit zu geben, einen Kreuzweg zu beten. Dieser Kreuzweg ist ganz besonders. Ich lade euch ein, die Bilder zusammen zu schauen, und sicher werdet ihr so manche Überraschung mit diesem Kreuzweg erleben, weil er uns zeigt, wie der Kreuzweg nicht nur zum Kreuz führt, sondern wie der Kreuzweg immer, immer in das Herz des himmlischen Vaters führt. Vater im Himmel, wir bitten dich zu Beginn dieses Kreuzweges, schenke uns die Kraft deines Heiligen Geistes, öffne die Augen unseres Herzens, damit wir Jesus begleiten können, damit wir ihn begleiten mit Maria, deiner Mutter, damit wir wissen, dass wir mit dir gehen dürfen, damit wir erfahren, dass du alle Lasten trägst und damit wir während diesem Kreuzweg alle Lasten auf dich werfen, denn dazu bist du gekommen und du kümmerst dich um uns. Ja, Jesus, du wirst dich um uns kümmern und wir danken dir jetzt schon für das, was du getan hast, dass du uns erlöst hast und dass wir durch dich und durch dein Leiden befreit sind und dass du allen Menschen diese Freiheit, diese Befreiung schenken möchtest. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Erste Station. Jesus wird zum Tode verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus, du stehst vor uns, so wie du vor Pilatus gestanden bist. Pilatus hat dich gefragt, warum sprichst du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen oder dich zu verurteilen? Jesus, die Hände gebunden, die Augen gesenkt, ganz demütig, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, stehst du vor uns und tust deinen Mund nicht auf. Während 3 Jahren hast du gesprochen, sind über deine Lippen Worte des Trostes, der Liebe, der Kraft, der Befreiung gekommen. Während 3 Jahren hast du durch dein Wort Menschen befreit. Und jetzt schweigst du. Herr Jesus, deine Hände sind gebunden. Und du erwartest jetzt von uns, dass wir sprechen, dass wir zu dir sprechen, dass wir zu dir kommen, dass wir dich erkennen, dass wir auch erkennen, warum du gebunden bist. Im Grunde genommen zeigst du uns nur unsere eigene Gebundenheit. Du zeigst uns, wie wir gefesselt sind und wie wir unfrei sind. Du zeigst uns, wie unser Blick gesenkt ist und wie wir unseren Blick vor dem lebendigen Gott nicht erheben können. Herr Jesus, wir bitten dich, öffne du unser Herz, damit wir dich erkennen, damit wir dich lieben. Öffne du unser Herz für deine Wahrheit, auch wenn die Wahrheit schwerfällt. Ja, Pilatus hat gefragt, was ist Wahrheit?
Tief in unserem Herzen spüren wir, was die Wahrheit ist. Tief in unserem Herzen spüren wir, dass Gott Liebe ist. Tief in unserem Herzen spüren wir, dass deine Worte, die du uns gesagt hast und sagst, Wahrheit sind. Wir bitten dich, hilf uns, unser Herz deinen Worten, deiner Wahrheit zu öffnen, dass wir dir in die Augen schauen können und dass deine Liebe in unser Herz hineinfließt, damit wir durch dein Leiden frei werden von allen Gebundenheiten, von allen Lasten, die versuchen, uns zu fesseln. Deine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Hilf uns, den Willen des Vaters für unser Leben zu erkennen und auch zu tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Heilige Maria, Mutter Jesu, bitte für uns. Heilige Maria, Schmerzensmutter, bitte für uns. Heilige Maria, du Trösterin der Betrübten, bitte für uns. Heilige Maria, du Mutter